Jetzt haben wir noch genau 2000 wieder zum Ausgeben, da gehen eh schon wieder drauf. Wollt man was? Wollt man was? Das Eiszeug, welches müssen wir nachkaufen? Milch da, Parmesan, Milch, Butter, Mozzarella, können schon wieder Minimum 3 Packel. Das Mineralwasser zum Nachfüllen, das Mineral wird auch irgendwann gar. Da, Thunfisch und Lasagne oder was das ist, kostet wieder einen Haufen, Käse ist zum Nachfüllen. Es hört ja nicht auf. Da kann wieder nachgefüllt, da ist das Ding, Öl gehört nachgefüllt, das ist Hühner, Wasser etc. Ja, jetzt gehen wir, schauen wir mal, es hilft eh nicht. Jetzt kaufen wir mal da die Lasagne und das nach, weil das ist das Teil. Oh, der Lachs, wie viel ist denn da jetzt noch? Den haben sie ja gut eingekauft, schon vor, am Vortag. Ja, ein bisschen was, aber oh, viel ist auch nicht mehr, können wir auch 2 kaufen. Kostet aber auch wieder Vermögen, der Scheißdreck. Was kostet der Lachs? 126 Abpackung. Da 178. Und 54. 700 schon weg. Nur für das, was schon mal sicher leer ist. Da. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du niemandem erzählen. Warte mal, haben wir ein Produkt gar nicht drinnen? Bin jetzt deppert. Warte mal. Da ist da Krabbensticks und. Also, das ist alles Schokoeis, passt schon. Krabbensticks habe ich jetzt 2 genommen und Schokoeis brauche ich auch 2. Und wir sind schon 1100 los. So schnell geht's. Weg. Einfach weg. Und jetzt gehen wir ein paar kleiner die Restbestände, wo ich sage, da weiß ich, da Parmesan. Der ist jetzt wichtig, der ist nämlich schon bald gar. Süßigkeiten sind da rum. Ah, der geht, der schreckt mich gar nicht, da können wir 3 kaufen. Aber dafür weißer Zucker wird es jetzt nicht mehr spülen, oder? Ui! Und noch der Käse, jawohl! Geht es aus mit dem Liefern? Mein Alter, wegen 3 Dollar, willst du mir die Sch**ler Boosterbeeren aus der alten Kampeldepper da? Was ist denn los? Dann sch**st halt auf den Zucker, danke, so. Jetzt gehen wir auffüllen. Bist du wahnsinnig, so viel war immer und es geht auch immer weg. Es ist ja nicht so, dass uns bleibt jetzt seit 4 Tagen kein Geld über. Seit 4 Tagen bleibt einfach keine Kohle übrig. Ich kann es nicht ändern. Jedes Mal, wenn ich was nachkaufe, wird alles andere wieder verkauft und das Geld ist weg. So, das ist aber da her, die Eislutscher. Butter, wo haben wir die Butter jetzt hin, die war auch da unten. Mozzarella, Seife, was ist Seife? Noch mehr Mozzarella, noch mehr Butter, ja, die Butter geht gut weg, das weiß ich. Da war nicht mehr so viel drinnen. Der Lachs. Das ist auch wichtig. Sind wir da? Na, holen wir solche Eisdingenskirchen da. Also, es war der falsche, Entschuldigung, der gehört daher. Da unten kommen die Cornettos hin. Der Reiniger, der ist nämlich auch gut angegangen in letzter Zeit. Da. Na, da haben wir ja unsere Tiefkühl-Sch**, wieder gar geworden ist. Wo waren denn die Backel dafür? Einmal da und noch irgendwo war das zweite da. So, der kommt da rein. Und das kommt da irgendwo hin, wo wir jetzt gesehen haben. Da. Die Lasagne, damit die weggeht, weil die Jakobsmuschel und die Lasagne fressen sie auch zusammen, die narischen Teufeln, als wir. So, was haben wir da? Noch einmal Lasagne. Lasagne, die Schande fährt heute Gauschen. Diesmal minus. Ne? Ja, ich weiß eh, danke, dass ihr mich daran erinnert. Ich weiß es ja eh. Dass wir hinten und vorn irgendwie kein Plus machen. Dass jeder Tag irgendwie gerade und gerade, dass die Leute alles zum Einkaufen haben, aber wir unterm Strich jedes Mal ja, null Plus machen. Die Kredite machen es auch nicht leichter, aber ich hoffe, die haben wir bald einmal abledert, weil das wird jetzt dann echt schon lästig. Egal, wie du das traust oder wendest, es ist alles miteinander Wir kommen, ich weiß nicht, wie ich besser wirtschaften kann, also dass alles was gleich schaut und der Geld in der Kasse bleibt und wir nicht jedes Mal alles aufbrauchen. Ehrlich, ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich es machen. Ich versuche eh schon so
wirtschaftlich wie möglich, was ja anscheinend nicht der Fall ist, aber ich habe keinen Plan, wie es anders. Truthahn, weil da glaube ich, ich gehe sehr stark davon aus, dass der sicher gebraucht wird. Also von dem her. Sehr gut, wenn wir zu viel haben, weil dann brauchen wir es nicht nachkaufen am nächsten Tag, tatsächlich. Ah ja, und weil ihr gefragt habt, Leute, gell, warum ich da hinten sortiere. Die Einräumer müssen, wenn in der Schachtel zu viel drinnen war, das ja wieder zurückstellen können ins Regal. Und das wird dann irgendein Chaos, wenn die nicht wissen, wo das noch schnell hingehört. Deswegen mache ich da so ein Ding draus. Also ein System. Weil sonst da fange ich, wenn ich was brauche, immer zum Suchen an, wo ich das hinklatschen soll. Ja, nicht unbedingt förderlich, sage ich einmal, ohne System das ganze Mineral da. Da noch mehr Schoki, weil der ist eh fast ganz weggegangen. Der kennt da gerne ein paar Schokolade aufgefüllt. Honig ist auch gut angegangen. Ganz gut sogar. Da haben sie jetzt jedes Mal Glaseln dabei gehabt. Das ist schon nicht mehr feierlich, was die Honig gebraucht haben. Da haben wir, glaube ich, eh zwei bestellt, ja. Oder sogar drei. Nein, ich glaube zwei. Was ist das letzte? Ah. Scheiße, also Duschgel, das ist Duschgel. So, jetzt müssen die Peppis nochmal neu sein. Jetzt weiß ich wieder, was wir übersehen haben. Irgendwas vergesse ich dann immer. Olivenöl ist schon sehr knapp angesiedelt. Sehr knapp. Wird bald einmal gar werden. Aber naja, dann ist das halt jetzt so. Butter haben sie jetzt auch mehr wie genug gehabt eigentlich. Rahmen sie die Eier einmal, die stehen noch immer da unten. Ah, jetzt bin ich schon mittlerweile schneller beim Hinbringen ins Regal, als wie selber mal ausrahmen. Aber ist wurscht, wir können den Tag schon wieder starten. Sie machen eh einen Job nebenbei auch. Das ist wichtig. Und euch taugt das Spiel, gell? Das ist mir schon aufgefallen. Wird schon ausgehen den Tag noch. Stopp? Er sind schon teurer geworden, Sachen teurer geworden. Ja, hab ich gemacht, während ich einkauft habe, hallo? Also, Cornflakes sind da. Ja. Machen wir 7-3. Und was noch? Cornflakes sind teurer geworden oder billiger. Nicht nur teurer, Leute. Apfelsaft ist billiger geworden, da müssen wir jetzt auch gleich schauen. Sonst noch was? Apfelsaft mal. Das Spiel ist sehr geil. Ja, es hat auf jeden Fall Suchtpotenzial, das ist abartig. Das ist wieder, das passt der Preis. Da kann ich mich nicht beschweren. Also, Suchtpotenzial auf jeden Fall. Wenn man dann noch so unterhaltend ist, wie ein Markray und jeden Trick kommentiert auf seine Art und Weise, noch interessanter zum Zuschauen. Ich bin jetzt ehrlich, gell? Ich hab bei dem Spiel schon ein paar TikTok-Streamers auch ab und zu leid. Die Partei, ich will mich gerade unterhalten! Der Fix, Alter! Los mit dir! Ich komm schon wieder, wartet. So, also. Ich habe ja auf TikTok, wird das auch von irgendwelchen, ich glaube, großenteils sogar irgendwelche deutschen Namen, ist ja wurscht, wird das auch gespielt über TikTok übertragen. Aber da schläft mir das Gesicht, bin ich ganz ehrlich. Der redet an dem Tag zwei Wörter und den Rest macht er halt. Das ist so stinklangweilig, wenn die Leute nicht rein können beim Spielen. Wisst ihr, bei so ein Spiel, meiner Meinung nach, korrigiert es mich, wenn ihr es anders seht. Wenn du so ein Spiel interessant machen willst, dass die Leute dabei zuschauen, wie du das spielst. Alter, ich stopf da jedes Stickerl Rochenfisch ins Loch, Mutti. Wenn du nur wegen einer von Sushi-Box da reinkommst, geh zum Asiatenfresser, da kostet die All You Can Eat weniger! Wenn so ein Schreck zu mir kommen, 18 Dollar, da frisst die Tempel beim Asiaten, kriegst das frisch! Du dumme Sau! Und dann wieder ein Huhn an der Zäun! So, kurz wieder die Ruhe in Person. Wo soll man stehen bleiben? Genau. Wenn du das Spiel streamen willst und dann aber einer bist, der was du nichts zum Song weißt, weil er so konzentriert ist oder einfach sein Maul nicht aufkriegt, weiß man nicht. Notorischer Nichtsprecher. Da, drei durch! Oder wie viel Klopapier darf es denn sein, Mutti? Das ist Klopapier! Damit sollst du keine Servietten falten, damit sollst du nicht irgendwelche Hopperlas zusammenwischen, das ist rein nur für dein und dein
geeignet. Wieso brauchst du dann drei Packungen? Es gibt noch andere Leute. Ich kann doch nicht das ganze Lager mit Klopapier auffüllen wegen dir. Gott sei Dank hast du mir zugehört. Alter, was ist da jetzt los, Alter? Wird der neue Matrix-Draht in der Stadt? Was ist mit euch los? Ihr Agenten für Arme, hä? Wo ist der Neo? Der hätte euch die Fressen poliert. Komm nicht einmal zum Rein mit euch gerade. Alter, ich hab da einen Chopperlhupen, der tut nur Nasen bohren, gerade dass er noch atmet. Gebt ihm eine Beschäftigung, bevor er seine eigene Sch*** frisst, weil er sich zu einem Affen zurückentwickelt. Braucht ihr doch alle zu mir kommen. Ich bin nur da für Notfall. Wobei, wenn ich mir die anschaue, dann ist er Notfall. Schaust aus wie ein Zank für die Schildkröte. So. Um aufs Thema zum Zurückkommen, bevor mir jetzt wieder einer unterbricht. Alter, du fetter Wastel. Huch mir zu. Hör genau zu, was ich da jetzt sag. Hör auf zum Schirgeln. Alter, wenn du nicht willst, dass die paar Zotteln auf deiner Birne auch noch füllen, dann schleich dich auf eine andere Kasse, weil sonst reiß es da aus und dann frisst das. Ich bin beschäftigt! Jetzt kommt der nächste Agent 00, halt die Goschen! Ich komm nicht zum Quatschen heute! Was ist? Muss die waschen oder was? Stinkt der Sch. Was? Nein. So, also. Um jetzt kurz roter Käse teurer machen. Warte, dich doch. Warum soll ich einen roten Käse teurer machen, Alter? Wo war der bitte zum teurer machen? Blödsinn, passt genau, ich weiß nicht, warum es dir einmischt, Gesch*****-Depperter. So, jetzt nochmal aufs Thema zurück. Also, ich hab da TikToker gesehen, gell, das Spiel, ich nenne natürlich keine Namen, erstens will ich keine Werbung machen, zweitens will ich jetzt keinen Schläge, ich trage gleich durch. Alter, jedes Mal, wenn ich anfangen will, euch was zum Erklären, kommt einer von den Gesch*****-Sprecher, zahlt noch einen zweiten Peppi mit, Alter, und nervt mich. Alter, was ziehst du denn so leiber, laut Depperter, weißt du nicht einmal, was das ist? Du glaubst, das ist ein Sonnensystem, gell, du Angeschüttelter, du. Die hat auch wer anbrunst auf die Nacht. Und dann sauer Wechselgeld. Ich trau durch mit euch. Komm her jetzt da. Aber hurtig. Was willst du denn da? Schleicht es. So. Ich komm nicht zusammen mit dem Rennen. Wenn ich jetzt anfange, kommt wieder wer. Geht's jetzt? Okay. Also, ich schaue auf TikTok öfters rein, ne? Tu ich auch, bleibe ich auch durch, weil mein TikTok läuft momentan sehr gut, Liebe geht raus. Und da fallen mir sehr viele auf, die was, ja, für wen machst du denn einen Platz, Depper? Da stell doch her einfach die Wahr. Auf was wartest du denn? Auf Ehren? Alter, na wirklich, Mr. Burns. Irgendwann komme ich auch noch zum Rennen, Leute, macht euch keine Sorgen. Alter, jetzt zahlt wieder kein Schwanz mit Karten. So, und um auf das Thema jetzt zum Zurückkommen. Da sind wirklich viele Leute, die das Spiel auch spielen, aber das sind so stinklang. Ich kann denen keine zwei Minuten zuschauen. Die reden nichts. Nix noch, servus. Die quatschen nichts. Die rennen kein Wort. Wie kann man... Das, und da haben aber trotzdem 80, 90 Zuschauer drin. Wie langweilig werden wir bei so einem Game zum Zuschauen, während der Streamer, der was das spielt, nichts redet. Du hörst die ganze Zeit nur tut, 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 tut. Mehr passiert ja nicht, wenn du nicht selber redest. Da kommuniziert ja keiner. Sind ja alles Taubstumme da herin. Was denkt so teuer? Ich klatsch da gleich einen Ockerz auf die Birn, Depperte. Hautlauschen, was heißt, was denkt's teuer? Ich schiff da am Sche... Okay, ist wirklich teuer. Sorry. Gar nicht gewusst, das ist Steak. Da, nimm's. Holzwurm, moin, servus. Semi, was? Sem den YouTube, grüße. Und wieder alle bei mir, stellt euch an, ihr seid ja. Ich kann ja nicht einmal der Tierarzt mit einer Spritzen helfen zum Einschläfern, Alter. Wieder alle bei mir. Wenn ich nicht neben bin, natürlich.
Oha. Alter, ich kann gleich wieder großes Sushi kaufen. Sehe ich schon willkommen. Da, gib her. Ja, gut, wenigstens ein guter Betrag. 1, 3, 3, 4. Geh weiter. Was willst du? Da kauft man die ganzen Muscheln schon wieder zusammen. Da her. 2,59. Das ist nicht viel. So. Ja, und einem, um auf das Thema zum zurückkommen, Chris, wenn du so ein Spiel nur spielen willst, nicht entertainen kannst, also rein, ich weiß nicht, ich glaube, ihr merkt es ja mir zuschauen. Ich würde jetzt sagen, ich bin vielleicht leicht cholerisch verunlockt, wenn ich so sehe, was die Leute da kaufen. Nur leicht, dezent. Ist noch im Rahmen, sage ich einmal. So unterhält man sich mit der Polizei auch, wenn es einen auffällt. Spoiler-Alarm, bitte nicht. Aber, also es könnte zu einer Haftstrafe enden, wenn es so redst wie ich, aber um es prinzipiell zu sagen, bei dem Spiel musst du als Streamer auf jeden Fall quatschen können, weil sonst eben mir, also mir persönlich, hätte das Gesicht einschlafen. Wenn ich da wen zuschaue und der redet nichts, während er das Spiel spielt. Im Stream, wenn, was du privat machst, ist deine Sache. Mit dir selber reden würden die Leute komisch finden, aber. Die haben schon wieder fast das komplette große Sushi zusammengekauft. Und das Mineral ist auch geil. Es ist ja jeden Tag. Jeden Tag ist irgendwas wieder bis ans Limit verkauft. Ich liebe deine Ausrüstung und deinen Dialekt. Gott sei Dank. Mentor, was ist denn? Deppert aus Gesichtslähmung oder was, dass du Emojis einer schickst? Sollen wir einen Arzt rufen? Was ist denn? Puderzucker und Parmesan. Puderzucker weniger und Parmesan teurer. Was für Puderzucker? Pablo Puderzucker, das ist der da, gell? Ja. Warum eigentlich Bubler? Warum Puderzucker in einer Capri-Sonne-Verpackung, Alter? Wie holst denn da aus, Alter? Traut zu hutzeln? 11,70 hätte ich gesagt. Und Parmesan ist weniger wert. Ah, mehr waren, Entschuldigung. 6,10 hätte ich gesagt. So. Schaut aus wie ein Backel Nachfüllseife. Dunfil, das hört ja an. Da brauchen wir sowieso gleich drei Backel, hätte ich gesagt. Da auch zwei. Da hätte ich auch gesagt, gleich einmal zwei, weil da fällt auch überall eine Reihe. Das ist schon wieder Olivenöl jetzt endlich, bevor es wirklich noch gar wird. Drei gleich am besten. Fangen wir mal von unten nach oben aus. Steak und so, glaube ich, haben wir noch genug. Gell? Das geht gar nicht momentan. Fleisch ist irgendwie alles, ja, wo ich auch einen Bock. Ja, aber es ist teuer. Nein, das können wir noch losen. 12 Eier haben wir noch genug. 4 Eier haben wir noch genug. 8 Eier haben wir noch genug. Brauchen wir nicht. Aber der rote Käse war wichtig. Und der normale Käse, Milch, ganz wichtig. Parmesan würde ich nachfüllen. Mozzarella würde ich auch 2 kaufen. Thunfisch groß. Das ist schon wieder. Das ist ja schon wieder. Das ist. Thunfisch groß, 2 Packungen, hilft nicht, brauchen wir. Das ist alles da. Thunfisch klein, glaube ich, haben wir auch noch. Haben wir noch klein Thunfisch genug? Vergiss dann immer, was es fehlt. Ja, da ist noch mehr wie genug da. Nicht immer nur das Teuerste. Da haben wir diesmal auch vor allem noch genug. Nudeln, ganz wichtig bei beiden. Da am besten gleich 3 Packungen, da haben wir Minimum 2. Reis genauso, hätte ich gesagt, einmal 3 Packungen würden nicht schaden. Erdäpfel haben wir genug. Da haben wir auch genug, Salz haben wir genug. Also, ja, kaufen könnte ich mehr wie genug tatsächlich. Aber ob es Geld reicht, brauner Zucker, wie viel haben wir da? Da gehört auch, da gehören, ja, 2 Packungen. Brauner Zucker. Mineralwasser blau ist, glaube ich, schon wieder gar, gell, oder? Nein, diesmal ist es helle. Ja, Kaffee, wie schaut es denn da aus? Ja, schwarz und rot, jeweils 2 Packel würden nicht schaden. 1, 2. Pizza, Pommes. Pizza haben wir noch genug. Pommes. Ja, sollte noch reichen. Hühnchen. 1 hätte ich gesagt, kaufen wir dazu. Wenn wir eins finden. Da, Cheddar. 2. Da. 2. Hühnchen. Kaufen. Einmal Huhn. Der Pablo-Zucker ist, ja, ist auch schon, da hätten 2 auch nicht schon. Eier haben wir gesagt, Thunfisch, nehmen wir einen dazu, sicher 2. Mozzarella 2, Parmesan 2, Honig haben wir jetzt, glaube ich, wieder genug. Eins kaufen wir. Klopapier, ui, da brauchen wir ein paar. Toast Spider, danke für die ganzen 100er Bits, was los mit dir? Was haben wir da jetzt da gesagt bezüglich da? Der war auch schon wieder eins zum Nachkaufen.
Das ist ja nämlich auch nicht billig. Aber eins brauchen wir fast. Glasreiniger und das haben wir, glaube ich, noch genug, oder? Ja. Wasser und Brot. Brot und Wasser. Hätte ich gesagt, ein Minimum einmal jeweils eins. Wasser, eins. Säfte haben wir, glaube ich, noch genug. Wie schaut es mit dem Süd... Ah, die Cookie-Dinger da, glaube ich, waren sogar drei zum... Ich glaube, wir waren nicht schlecht, wenn wir jetzt drei nehmen, oder? Ja. Das Mineralwasser dürfen wir nicht vergessen. Was haben wir jetzt gesagt? No, Nutella waren einmal zwei Gläser nicht schlecht. Öl habe ich noch immer nicht gekauft. Ah ja, weißer Kuchen war nicht schlecht. Ein brauner, zwei weiße. Das ist ja alles. Kostet ja alles nichts, ne? Da, einmal den da hätte ich gesagt. Dann ein brauner, ein weißer. Da hätte ich zwei eigentlich genommen sogar. Danke. Da nehme ich noch einen. Nudeln, eins. Müll. Wie viel haben wir da noch? Zwei Packungen würden vom Roten und eine vom Weißen nicht schon. Da gleich eins, zwei, drei, hilft nicht. Da fehlen so viel. Milch, zwei Packel, Minimum. Eier haben wir gesagt, passt. Nutella, eins zumindest. Ah, wir schon langsam, ich meine, wir brauchen jetzt fast wieder das ganze Geld, aber schon langsam füllt sich's auf. Zweimal Schoko. Weißer Zucker ist ja auch ganz schlecht schon benannt. Hätte, ja, wohl, zwei reichen. Zwei weiße Zucker. Der ist nicht so teuer, das geht. Nudeln, da drei. Öl, eins, zwei, drei hätte ich gesagt, Toastbrot, eins, Entschuldigung, sind wir schon wieder voll. So, Toastbrot, eins, Cornflakes, da zwei, was, ja, jetzt sind wir eh schon wieder fast blank. Nutella haben wir gesagt, Nudeln haben wir alles gesagt, Cornflakes haben wir, Schoki haben wir jetzt auch gekauft. Kuchen haben wir gekauft, Klopapier haben wir gekauft, Erdapfel haben wir noch nicht, aber haben wir, glaube ich, noch, ja, haben wir noch genug. Basmati-Reis, den zwar nicht schon, haben wir, glaube ich, auch noch nicht gekauft. Wo ist denn der? Ich asche die ganze Zeit auf meinem Mausbett. Bah, da schaut es jedes Mal aus. Ich muss sagen, mittlerweile, es sind geil die Regaleinräumer, keine Frage. Aber schon wird jetzt da einer, der was die Backel ins Lager zahlt, auch nicht. Bin ich ehrlich zu euch. Also würde ich jetzt da nicht verkennen, wenn so einer auch noch kam. Wenn du so oft laufen musst, das geht auch nicht. Ich meine, es ist schon mal sehr viel Zeitersparnis. Nudeln, die sind nämlich auch schon ziemlich klar. Aber schon langsam, schauen wir mal, werden die Bestände, ich hoffe jetzt besser, dass wir schon langsam wieder einen Gewinn einfahren können, weil sonst zucke ich bald durch. Brauner Zucker, noch mehr brauner Zucker. Sushi, groß, ja, das ist der große Sushi. Das war der falsche, da ist der große drin. Da unten gehört der kleine Sushi rein. Naja. Milch, das haben wir auch schon festgestellt. Das ist wieder gleich komplett gar. Deswegen haben wir gleich zwei Packel bestellt, dass es wieder richtig auffüllen kann. Oder haben wir drei, ich weiß es gar nicht. Klopapier hat er sich eh schon geholt, der geschüttelte. Es geht schon wieder en masse weg. Müll, haben wir jetzt gesagt, ist da. Öl, noch mehr Öl, 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 was Öl, 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 da. Nudeln. GSTO, danke für dein. Was ist denn? Ich muss sagen, da hat nur eine Schachtel drin. Also, es ist ja was anderes. Entschuldigung, jetzt bin ich da. Jetzt war ich ein bisschen viel. So, die Crispy Dingenskirchen, die sind da. Da hätten wir, glaube ich, sogar zwei braucht. Habe ich zwei bestellt? Jawoll! Der alle wieder die Bestände müssen wieder passen. Kann der nicht nur alles halb voll machen. So, das Olivenöl ist auch schon ganz wichtig gewesen, tatsächlich. Das war ja wirklich schon Finish teilweise, also nur mal, ich glaube, nicht einmal ein ganzes Regal. Basmati-Reis haben wir auch gesagt, das ist dort, wo die Nudeln sind, das ist da oben irgendwo. Habe ich da den Basmati hinter? Das ist er, gell? Ja. Der wird einmal auch irgendwann gar, da haben wir die, hätten wir zwei Packungen gebraucht, haben wir jetzt aber nur eine kaufen können, weil wir nicht mehr viel Geld gehabt haben. Aber das passt schon, besser wie Stammschädel. Toastbrot haben wir jetzt auch hingesagt. Da haben wir Toastbrot da. Aber das war nicht da. Das war eigentlich ursprünglich da. So war es, genau. Madre, danke nochmal für 100 Bits. Leute, wartet doch auf den Hype-Train. Liebe geht raus, aber wartet doch. Stresst euch nicht. Roter Kaffee, der ist nämlich auch schon wieder fast gar. Der Pablo-Zucker von Pablo Escobar, der ist da oben. Der ist ein bisschen gestreckt mit ein bisschen groß, ne, damit er leichter runter geht. Wisst ihr, wie das ist? Noch mehr Nutella. Noch mehr Olivenöler. Was haben wir da? Nutella, das ist auch schon langsam am Garen.
Ist auch nicht schlecht. Kloberbeer, da haben wir ja so viel gebraucht. Da, auch wieder. Da ist auch gut, wenn man eine Reserve hat, weil da eben nicht so viel drinnen ist in einer Packung tatsächlich. Ich habe ein bisschen zu viel von dem normalen Öl erwischt, sehe ich gerade. Da habe ich mir ein wenig gelauft, verdruckt, kommt mir vier. Weil, warum habe ich jetzt, ich habe jetzt vier Backel von dem gekauft, merke ich gerade. Da ein bisschen sehr viel. Weißer Zucker. Kann man eh schon wieder nicht nach mit dem Einfüllen. Da. Großes Sushi, weil das ist, das gesehen habt ihr schon wieder fast gar crispy. Kuchen, Muchen, Tuchen. Wo ist der Kuchen? Da ist der Weiße. Roter Kaffee schon wieder. Schwarzer Kaffee ist auch gut gegangen. Schokolade, sowieso. Machen wir da. Noch mehr Kuchen. Der braune, vom Weißen haben wir glaube ich zwei, vom braunen haben wir einen gekauft. Und das ist wieder Zucker. Thunfisch, warum habe ich Thunfisch gekauft? Man weiß es nicht, ich habe ihn halt einfach. Warum genau? Das bleibt ein Geheimnis. Käse, da weiß ich, aber da hätte ich einen Weißen auch gebraucht, das habe ich natürlich wieder nicht gekauft, das ist eh klar. Nein, was war denn da drinnen? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Verdammte. Ich glaube, irgendwelche von den Eiern, die 12 Eier. Verdruckt und das Schüttel ist schon wieder umtauscht. Da. Honigbees. Weißer Zucker, noch mehr. 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 Nochmal schwarzer Kaffee. Mozzarella, dann geht's schneller. Da. Weißer Kuchen, habe ich gesagt, ich habe zwei bestellt. Ich merke mir nicht alles, aber vieles. Sagen wir es einmal so. Wo ist der? Jetzt schon wieder da. Ja, Parmesan, Parmesan. Wie geht's euch sonst so, Leidels? Sagt ihr, fühlt euch unterhalten? Daher ist Müll. Ich weiß, die Eierrahmerei ist vielleicht jetzt nicht das Spannendste in der ganzen Geschichte. Ihr wartet immer aufs Kassieren, aber gemacht gehört es trotzdem. Ne? Es hilft nichts, kommt man nicht aus. Irgendwer muss die Scheiße machen, kann nicht immer nur das Geile machen. Honig, haben wir schon wieder einen gekauft, gell? Ja, sicher, sicher, weißt du nicht. Ne? Dann brauchst du wieder den Osten. Da haben wir noch einmal Parmesan, Parmesan. Na, das ist nicht da, der ist da. Und da haben wir noch einmal Mozzarella, also da ist noch mal Olivenöl, ja, ganz wichtig. Ja. Und da haben wir jetzt noch eine Packung von dem Mozzarella. Und wir sind ja schon wieder fertig, gell? Mit der Dekote-Einrichtung. Schokolade ist ja gut, Cornflakes. Gummibären. Oh, shit. Die werden bald gar sein. Was kosten die? Die sind, glaube ich, gar nicht so teuer. Eine Packung zumindest, das hilft nichts. Die haben wir fast übersehen, die waren schon wieder am Gar werden. War nicht schlecht, wenn wir noch ein Backel dazu nehmen. Wo gehören die schon wieder hin? Habe ich schon wieder vergessen. Da. So, und jetzt ist genug. Sonst, glaube ich, sind wir gut aufgestellt. Da, ich habe nichts gesagt. Was fehlt denn da schon wieder? Das, da haben wir, viel haben wir nicht mehr. Das kann man beim nächsten Mal schon wieder mitkaufen. Schau dir das an, Alter. Was packst du noch voll Wappler die Truthähne da mit rein? Das war jetzt vielleicht gar nicht so gescheit von mir. Das ist voll verpackt, das ist eine Fackel. Ich hab da jetzt Pommes drinnen und der haut immer die Truthähne da mit rein, weil er zu faul ist, die Schachtel zum Zurückrahmen. Weil kein Geld mehr da ist, Alex, was fragst du denn so deppert? Der ist ja nicht so schlimm. Wirklich, das, warum hast du Geld gekauft? Weil ich dein Hirn hab, deppert da, wirklich. Irgendwie so richtig gewinnorientiert läuft die Geschichte noch nicht an. Ist noch immer 6,06 im Plus. Ja, wild! Von dem kann man gut leben, wenn man jeden Tag mit 17 Dollar aussteigt. Dann ist es nur gut, dass ich selber nichts brauche. Du kannst gar nicht ins Minus gehen. Was ich weiß, also ich weiß noch nie, aber ich glaube, so einfach kann man gar nicht ins Minus. Geht es euch zwar gut oder was wird das, Alter? Wollt ihr Vegeta werden oder was? Fusion scheitert aber ein bisschen, hä?
irgendwie bleibt er. Wir leveln die ganze Zeit, aber wir, der Gewinn bleibt einfach aus. Versuch mal nur alle zwei Tage aufzufüllen, auch wenn was leer geht. Na, das bringt nichts, Alter. Dann kommst nie mehr. Jetzt haben wir schon 6 Tage. Sind wir jetzt dabei, irgendwie die Bestände wieder perfekt zu gestalten, dass wir endlich ein Plus schreiben. Jetzt willst du mal sagen, ich soll 2 Tage nichts einkaufen. Ja, dann kannst du gratulieren, da ist wieder zum Auffrischen. Aber bitte, dann versuchen wir heute mal nur alle 2 Tage. Passt, dann lassen wir jetzt den nächsten Tag, wenn was leer geht, drauf. Tagende, starten wir den nächsten. Ist ja wurscht. Siehst du? Oh, ey, der Fetzen. Da hast du wieder die Grause Einkäufe, gleich 3 Packel schwarzer, Alter, was ist mit dir los? Was, 80, nur 80, 90, so hätte mir das mehr vorgestellt. Wow! Wow! Einfach nur wow! Schau, dass du Meter gewinnst, bevor ich mich vergiss! Na, das ist aber ja klar, dass der Asiat wieder Sushi kauft. Ob das ein Klischee ist, man weiß es nicht. Man kann es nur vermuten. You clap me now, danke. Oh, jetzt geht einer, Leute. Danke für die 100 Bits, Liebe geht raus. Leon1835, Servus, Krokodila, New York, Grüße, Servus, danke für die Follower. Macht der Asiate nicht Sushi selber? Woher denn? Soll er sich aus dem Sch schneiden? Wenn er in einem Binnenland wohnt oder kein Meer in der Nähe ist, wie soll er selber Sushi machen? Soll er sich einen Fisch aus dem rausziehen? Glaubst du, die Bruden da oder was? Sind das fischlegende Wollmilchsäue oder was? Nein, sind es nicht, sind nur Menschen. Ich hab dich ja nicht verurteilt, was... Du geile Butterblume, du Schöne! Bist du jetzt extra da hergekommen, du Anzugträger für Arme? In Wirklichkeit wohnst du unter der Brücke und hast da jeden Tag einen Blechcontainer auf, dass du dann nicht das Pimperl abfriert. Na, guck ihn dir an. Der hat auch nicht mehr Grips als ein Spatzfleisch an der Kniescheibe. Derricks, jetzt hast du das verhaut. Derricks, Timeout. Timeout. 1 Stunde Timeout. Ich wollte mich gerade aufregen, aber wenn ich da jedes Mal unterbrochen wäre, los ist. Nein. Verhaut. Einfach verhaut. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage bei mir? Alter, jetzt da kommen nur Pimperleinkäufe. Das ist meine Lage. Aber zahlen wieder mit den großen Scheinen, ne? Weil wir sind's ja, wir haben's ja. Servus, Bararia, wow, grüezi, schaut da. Kuchen. Was sind denn das jetzt nur für Pimperleinkäufe? Wie soll ihr bloß machen, wenn ihr Lutscher alle nur so wenig kauft? Wie soll denn das funktionieren, Alter? Habt ihr euch das schon mal ausgemalt? Ich weiß, dass die Wasserflasche nicht da ist! Wie viele Leute wollt ihr was noch sagen? War dir doch ein Kassierer. Für was soll ich mir einen sparen? Dann stehen die alle bei mir. Bin ich blöd? Auf die 90 Dollar am Tag, also auf die Scheiße. Zehner, Alter, bitte, komm, schleich dich, bevor ich mich vergiss. Pizzakäse nicht mehr. Oh, jetzt ist die Pizza auch schon gar gegangen, Alter. Gut zu wissen. Da, ihr seht es ja. Du kriegst ja viel weniger Erfahrungspunkte, wenn du einfach leer laufen lässt. Aber der steht ja bis morgen noch da beim Kassieren, Alter. Was ich da allein nicht Harzkosten habe, weil der Wappler so langsam ist. So, alle einkauft, noch irgendwer unterwegs im da im. Alter, der Reis ist was. Ich kann nicht, Alter, mein innerer Schweinehund. Wir haben schon wieder weniger eingenommen, weil die Sortiment nicht voll war. Immer auffüllen, sobald was fehlt, werden die Einkäufe kleiner und weniger in der Endsumme. Ja, ich weiß. Weißt, der Chat ist sich so uneinig. Die einen sagen ja, du einfach einmal 3 Tage nichts nachfüllen oder 2 Tage. Und die anderen sagen, immer auffüllen, sonst kriegst du weniger. Es ist ja immer das Gleiche, man kann es halt keinen mehr recht machen. Da nehmen wir jetzt da wieder eins, da brauchen wir jetzt Minimum einmal 2, haben wir gesagt. Okay, 8 Eier, glaube ich, haben wir noch genug. Dann, was haben wir noch, wo ich weiß? Da Basmati-Reis, nehmen wir gleich 3 oder 4, so. Nein, 3 hätten gereicht. 1 können wir weg da. So. 4, dann was haben wir noch, wo ich weiß, dass wir zu wenig haben. Da auf jeden Fall noch einmal 2. Wartet einmal, ich kann jetzt natürlich wieder fahren, aber das Problem ist die teuren Sachen. Machen wir es jetzt einmal so, okay? Wir lösen jetzt nochmal alles weg und schauen jetzt wieder. Wir machen jetzt kurz einmal einen intensiven Einkauf und gehen wieder Produkt für Produkt durch und füllen das auf, okay? Also,
Müsli, Brot, Öl, Mehl, Nudeln, Zucker. Passt. Mitmerken. Zucker brauchen wir nicht. Brot brauchen wir eins. Müsli, Öl brauchen wir nicht. Müsli brauchen wir zwei. Gehen wir jetzt einmal. Was haben wir jetzt gesagt? Eins, zwei, eins. Müll habe ich nicht geschaut. Müll, zwei. Nudeln habe ich auch nicht geschaut. Die Nudeln brauchen wir nicht, aber dafür von denen brauchen wir Minimum eine Packung. Reis ist halt auf jeden Fall auch ganz wichtig. So, also, das brauchen wir mal nicht mehr. Wasserflaschen, eins. Käse, nehmen wir drei, der kostet nicht viel. Schwarzer Kaffee, eins. Roter Kaffee, eins. Ein schwarzer Kaffee. Ochtereier und Milch, ich will jetzt auffüllen, ist mir wurscht. Milch haben wir genug, Ochtereier haben wir, können wir auch zwei kaufen. Fertig. Die Sachen sind eh nicht so teuer. Eins, zwei. Also ist noch eins gegangen jetzt da. Nein, gar keiner eigentlich. Beim Kaffee war schon aus. Haben wir einen Kaffee noch. Ja. Eins, zwei. Rotes Mehl haben wir gesagt. Zwei. Nutella. Zwei. Einfach weil wir es können. Ist drauf jetzt da. Olivenöl. Jetzt schauen, ist mir wurscht, ob das jetzt dauert. Eine Packung geht auf jeden Fall. Okay. Nudeln, zwei. Basmati-Reis. Nehmen wir gleich. Hätte ich gleich mal gesagt, drei. Und ein Salz gehört jetzt auch mal nachgefüllt, weil das dümpelt also halb leer dahin. Passt. Da, Müsli, da sind eigentlich alle voll. Ja. Schoko. Eins. Joghurt hätte ich einmal gesagt, eins, weil da muss ich mittlerweile. Und der ist schon mehr wert wieder geworden, das müssen wir auch kaufen. Apfelsaft und das Cola war nicht schlecht, wenn wir auch nachfüllen. Was haben wir jetzt gesagt, ist teurer geworden, ist Joghurt, gell? Das ist da herum. Machen wir jetzt da einfach 1.9, fertig. So, was haben wir jetzt gesagt? Da eins, also jetzt haben wir schon wieder über den Max, wo waren wir? Beim Joghurt waren wir, so, kaufen. Wie viel Sprite haben wir noch? Sprite war, glaube ich, fast noch viel, oder? Ja. 945. Die teuren Sachen haben wir dann wahrscheinlich eh wieder nicht. Also da eins, die kosten nicht viel. Und da auch eins. Wasserflaschen, glaube ich, brauchen wir auch wieder. Oh ja, dann nehmen wir mal zwei. Reiniger, jetzt kommen die Sachen, was Geld kosten, ne? Ist eh klar. Von denen eins, von denen zwei. Seifen, eine, da, eine zumindest, die brauchen wir nicht, Gott sei Dank, das ganz teure brauchen wir nicht. Also da, eins, Klopapier, wie viel Klopapier? Klopapier ist noch voll und haben wir glaube ich sogar noch im Lager, das brauchen wir jetzt mal gar nicht. Klopapier brauchen wir nicht, Parmesan und Mozzarella, ganz wichtig, wie schaut es da aus? Oh, Mozzarella ist eigentlich voll. Parmesan ist eigentlich auch voll, brauchen wir nicht. Butter kommt man noch eine kaufen, einfach weil wir es können. 8 Eier haben wir schon gekauft, 12 Eier, glaube ich, sind noch einige zu wenig. Ja. Fleisch und so muss halt warten, fertig. Diskutieren wir gar nicht mehr, wird jetzt einfach drauf Also, Thunfisch habe ich nicht geschaut und der Zucker, der ist auch noch recht gut aufgestellt. Wie schaut der Thunfisch aus? Oh, der ist noch voll. Butter haben wir eben gesagt und 4 Eier brauchen wir eigentlich. Ja, eins nehmen wir, die kosten jetzt nicht die Welt. Also, was haben wir gesagt? Einmal Butter, einmal 4 Eier, die kosten einen Scheiß was. Huhn, nehmen wir eins einfach, ist ja wurscht, die Pizza, glaube ich, Diablo-Pizza. Oder die hat irgendeine Pizza ist gar geworden. Nein, die ist noch da, die neue Pizza ist gar geworden, entschuldigen Sie. So, Cheddar. Ach, wir sind schon wieder voll. Wo hat es aufgehört? Butter. Passt. Das war eh dort. Pommes haben wir noch, oder? Ah, Pommes würde ich tatsächlich auch noch kaufen. Huhn ist sowieso. Da brauchen wir zwei Huhn. Wo ist noch Huhn? Brauchen wir zwei. Pommes, eins. So. Wir haben noch Geld. Es ist noch nicht vorbei. Roter Kaffee haben wir, glaube ich, auch gesagt. Zwei, gell? Ja. Ja. Einfach, weil wir jetzt können. Fertig. Ist mir jetzt egal.
Eins, zwei, Wasser, eins. Macaroni, brauner Zucker haben wir noch genug. Macaroni, eins, fertig. Wird dazugenommen. Drauf. 12er Eier, zwei. Fertig, Ende der Durchsage. Lasagnen, so Fleisch und das haben wir genug. Sushi, glaube ich, haben wir jetzt auch alles noch genug. Ja, das ist sehr gut, wenn wir da noch genug haben. Weil jetzt kommen wir schon langsam. Wir brauchen nur noch die Pizzen, die eigenen. Die sind gar geworden. Am besten gleich zwei, dann haben wir Ruhe, wenn es ausgeht. Das haben wir jetzt gesagt, haben wir alles genug. Soßen, die Pizzen da. Das sind teuer. Nehmen wir mal eine. Einmal der Ketchup noch. Einmal der Ketchup, einmal der Ketchup. Ja, schon langsam kommt es was werden. Das schaut schon. Es wird schon werden. Wird schon sehen. Es wird schon. Jetzt glaube ich, jetzt haben wir so ein bisschen den Punkt erreicht, wo wir die Bestände einigermaßen wieder in den Griff kriegen. Also ich will es nicht verschreien, aber momentan schaut es nicht so schlecht aus. Wir haben 100 plus, das ist ja ein Wahnsinn, lasst es gut leben davon. Nudeln, die waren, genau, die waren, das weiß ich, die waren am Garben. Genauso wie der Basmati-Ding ins Kirchenreis da, der kommt da rauf. Da haben wir, glaube ich, auch zwei bestellt sogar, ich weiß es gar nicht mehr. Apfelsaft, das ist auch schon wieder am Garben, gell? Der kommt da her. Na, da haben wir zwei bestellt, hab ich ja schon gesagt. Hab ich ja schon gesagt. Und da. Orangensaft, auch ganz wichtig. Die Preise muss ich nochmal anpassen, ob noch irgendwo was billiger oder teurer geworden ist. War vielleicht nicht schlecht, wenn ich noch schaue. Da haben wir jetzt den normalen Basmati-Reis, der war auch da, war aber die Nudeln dabei, genau. Was haben wir da? Ja, die Schoko-Crisps-Dingenskirchen da, die kommen da rauf. Was haben wir da? Toastbrot, ganz wichtig, Toastbrot. Mayo. Ketchup. Soll ja auch mal aufgefüllt werden. Soll ja auch mehr werden. Die Regale sollten ja irgendwann einmal voll sein mit dem Zeug. Wasser. Haben wir, glaube ich, auch zwei Kartons genommen. Und nochmal schon. Ich habe zwei von denen gekauft. Habe ich mich vertippt schon wieder oder bin ich deppert? Da, oder waren bei dieser wenig nochmal da. Da Glasreiniger, ganz wichtig. Käse. Uiuiui. Der war nämlich auch schon am Gar werden. Was ist das? Noch mehr Basmati-Reis. Okay, der ist auch noch da. Noch mehr Basmati. Ah, da hat er so viel gefällt, gell? Ja, Jesus, ne. Noch einmal die Gummibärle. Da haben nämlich auch einige gefällt. Da haben wir Salz, sicherheitshalber dazu gekauft. Wäre nicht unbedingt notwendig gewesen, aber sicher, sicher. Nur wo war das noch schnell? Da. Da haben wir noch einen roten Kaffee. Ja, jetzt da rennen sie sich die Buben, da geht nichts weiter. Ich fülle die Regale immer weiter auf, da kennt da nichts, da kennt da gar nichts. Wir wollen jetzt einmal, dass die Regale so richtig bummvoll werden. Also richtig bummvoll, also die voll anspeibst von lauter Vollbumm. Da haben wir noch einmal, ja, da siehst du, normales Öl haben wir sogar auf Reserve noch, das ist ja genau das. Auf was wir letztendlich hinaus wollen, dass wir auch gleich Reserve im Lager haben und nicht die ganze Zeit das Lager komplett leer ist und wir jeden Tag vollständigst einkaufen müssen, nur damit die Bestände wieder passen. Das ist nämlich genau das, was ich nämlich nicht erreichen wollte. Sondern ich habe das Lager eigentlich so schön ausgebaut, damit da im Lager gleich was ist und wir nicht jeden Tag einrahmen gehen müssen. Aber bis jetzt sind wir einfach noch nicht auf den Nenner kommen, dass wir so viel Überschuss zusammengebracht hätten. Die laufen sich ja gerade, die vier Splitty da drin, aber so mag ich das. Die tun wenigstens was, nicht so wie die Kassier. Die was bis auf das Todelwehrmäßige kassieren, das ist ja wirklich, ist ja wirklich wie ein Todel, was die kassieren. Nix können. So, haben wir jetzt alles eingekramt oder liegt da noch irgendwo was? Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles erwischt. Perfekt. Und die füllen jetzt gerade auf für die Volltippen.
So wie ich es mag. Hab gehört, dass man bald ein eigenes Haus haben kann. Ja, das mit den 10 Sachen, die noch in dem Spiel kommen können. Auf das Video bin ich gefühlt schon 10-mal markiert worden. Ich hab's mir angeschaut. Also ja, vom Rennen her hört sich cool an, was da Neues kommt. Aber was wirklich... Kami, hi! Was wirklich noch umgesetzt wird, weiß ich noch nicht. Es soll Verfallsdaten geben auf die Produkte. Was so viel heißt... der Thunfisch ist mehr wert. Nicht nur einsortieren, sondern alte Ware aussortieren. Und das stelle ich mir relativ anstrengend vor, wenn das die Einräumer nicht tun, sondern du wieder machen musst. Wisst ihr, was ich meine? Weil muss dann leichter... Ich frage mich auch, wie sie das umsetzen wollen, dass es Verfallsdaten gibt. Wisst ihr, was ich meine? Wie setzt man das um? Steht das dann auf jedem Regal? Hier ist ein verdorbenes Produkt oder hier verdirbt ein Produkt oder halt die Fressen und ich weiß es ja nicht. Oder machen das Auto... Ich habe keinen Plan. Das lassen wir so. Ich habe wirklich keinen Plan, wie das der Programmierer umsetzen möchte mit den Verfallsdaten. Muss dann eine komplette Charge wegschmeißen, das wisst ihr, was ich meine? Also sprich, nicht Abpackung, sondern wirklich eine komplette Schachtel voll wieder wegrahmen, weil da ist das halt schon wer, wie das finanziell dann stemmbar wird. Aber noch einmal, was ich ja auch nicht verstehe, ist, es gibt da Spieler, eben die TikToker, wo ich schon gesagt habe, zum Zuschauen sau langweilig, aber die zocken nichts anderes wie das Spiel momentan. Da hast du es, die haben Kontostände, da frage ich mich, cheaten die? Die haben den Lohn komplett aufgebaut, wie ein riesen Supermarkt. Wirklich, da bin ich ja nur ein kleiner Dreck zu, wie? Haben die Sortimente alle ein voll und haben Geld zum Saufordern. Da frage ich mich, haben die einen Cheat benutzt? Wie kommst du zu solchen Unsummen an Geld? Oder ich habe jetzt da 8 Tage oder was wir jetzt schon spielen, ich habe jetzt noch immer erst 100 plus. Ich habe keine Lizenzen gekauft, ich habe nichts vergrößert. Keine Inneneinrichtung, gar nichts. Das sind nur die Produkte, was ich immer wieder nachfüllen muss. Ich habe alle 3 Kredite, die es gibt am Laufen, MX2. Die Kredite sind eine Frechheit, da gibt es ja keine Megakredite. Da, es gibt einen 750er, einen 2000er und einen 5000er. Und die haben 100.000 am Konto. Die Kredite machen es nicht aus. Die sind für nichts. Aber ich glaube deswegen, wir haben auf jeden Fall alle Zahlungen, nein, wir haben noch bei weitem nicht alles gezahlt, ach du Ich habe 3.000 noch Schulden. Das funktioniert nicht. The Real, noch einmal, jetzt erkläre ich es dir noch einmal für geistige Zipfel, Klatscher wie du anscheinend einer bist, steht ja in deinem Namen. Und ein echter noch dazu. Wenn das Produkt zu teuer ist, noch einmal für die, okay, damit du es jetzt endlich schnallst. Weil ich merke offensichtlich, du spürst das nicht selber, du willst gerade ein bisschen klugscheißen. Wenn ihnen das Produkt zu teuer ist, nehmen sie es nicht. Verstehst du das? Das gilt so viel, als wenn es einfach leer war. Sie kaufen es einfach nicht, wenn es zu teuer ist. Die jammern bei 30 Cent. Damit ich was drauf verdienen müsste, müssen die aber 3 Dollar teurer werden. Und dann kauft es einfach niemand mehr. Kapierst du das jetzt da? Nein, der Schieberegler sagt nur, wie lange, auf was für einen Zeitrahmen du zurückzahlen willst. Nicht, dass du mehr kriegst. Da. 15 Days oder zum Beispiel 25 Days. Die Menge bleibt immer gleich. Nur die Rate, wie groß die Rate jeden Tag ist, das ist der Unterschied. Nein, das hör jetzt schon zum dritten Mal. Mag's teurer. Sollen sie halt jammern. Obwohl ich jetzt schon 3-mal erklärt habe, so funktioniert das Spiel nicht. Wenn's zu teuer ist, wird es einfach nicht gekauft. Das ist nicht jammern und sie kaufen es trotzdem und zahlen es halt, sondern sie kaufen es einfach nicht, wenn es ihnen zu teuer ist. Deswegen, nein, so werde ich nicht mehr Geld wirtschaften, sondern wahrscheinlich eher noch mehr Verluste einfahren. So, ich glaube, jetzt haben sie alles aufgefüllt, was zum Auffüllen war. Und wir haben noch Restbestände bei vielen Sachen. Gott sei Dank. Hands up, then we gonna drop.